Bevor wir beginnen, muss ich noch was loswerden aus gegebenen Anlass. Willkommen an zahlreiche neue Abonnenten dieses Kanals. Hallo und danke. Versteck dich, bis es hell ist. Nein, danke. Viel Glück. Ready or not? Eigentlich einer dieser Filme, wo es das Beste wäre, wenn man nicht das Geringste über den Hintergrund und die Zusammenhänge weiß. Leider gibt es den Trailer, leider gibt es die Inhaltsangabe. Das heißt, den großen Paukenschlag, den die dortige Hauptfigur Grace ziemlich zu Beginn erfährt, den kennt man als Zuschauer schon. Im Umkehrschluss passiert dieser hier bereits nach wenigen Filmminuten, so dass es einem jetzt nicht wirklich die Sache spoilert. Es geht eben um Grace, die heiratet in die Ledomat-Familie ein, die mit Brettspielen ihren Unterhalt bestreitet. Sie heiratet den Sohn Alex und nach der traumhaften Hochzeit scheint alles wunderbar. Dann wird sie aber um Mitternacht in die Bibliothek des Landhauses, auf dem das Ganze spielt, geholt und dort erfährt sie von einem grausamen Ritual. Sie muss Verstecken spielen, sich die ganze Nacht irgendwie verborgen halten, um so den Morgen zu überleben. Das Dumme ist, die anderen Familienmitglieder werden sie nicht nur suchen, sondern dabei versuchen, sie zu töten. Das heißt, eine unschuldige Frau steckt auf einmal in der Bredouille und ein Haufen schräger, reicher Gestalten trachtet ihr nach dem Leben. Da gibt es natürlich noch einiges mehr. Wer sind diejenigen eigentlich? Warum machen sie das und so weiter? Das bleibt verborgen und das muss ich euch auch nicht wiedergeben. Ich kann allerdings betonen, was dieser Film nicht ist. Wir haben es hier nicht mit einem Survival-Horrorfilm zu tun, in dem es jetzt darum geht, Frau gerät in die Bredouille, kämpft sich hier jetzt Schritt für Schritt und Gegner für Gegner frei. Arbeitet mit realistischen Waffen, verwendet irgendwelche Gegenstände, die sich ihr bieten als Angriffsmöglichkeiten. So ist man hier nicht unterwegs, sondern wir haben es durchweg mit einer schwarzen, makabren, grotesken Komödie zu tun, die an einigen Stellen sehr blutig wirkt. Natürlich auch mit dem Spannungsfaktor, dass hier wirklich jemand ein Problem hat, arbeitet. Aber man sollte ja keinen realistischen Ansatz erwarten, sondern im Kern soll das Ganze Spaß machen. Und das ist auch der Grund, warum ich mit dem Film an einigen Stellen überraschend gut klarkomme. Was mir zum Beispiel eigentlich sehr missfallen würde, ist, dass ich das Spielfeld nicht kenne. Das heißt, das Haus, in dem das Ganze spielt, es ist ein großes, riesiges, verwinkeltes Haus, in dem es jede Menge Geheimgänge gibt. Ich habe hier nie den Eindruck, mich auszukennen und zu wissen, wenn die jetzt da lang geht, kommt die dahin, dorthin, wie auch immer, sondern es ist immer so, dass sie um die nächste Ecke fliehen kann und dort in genau die Umgebung kommt, die die Handlung an der Stelle braucht. Aber es funktioniert. Die Figuren sind einfach groteske, überzeichnete, reiche Gestalten. Besondere Charakterentwicklung findet dort eigentlich nur bei zwei Figuren statt. Und bei Hauptfigur Grace ist es mein Problem, dass wir nicht das Geringste über sie erfahren, wer sie eigentlich ist. Das ist aber wiederum auch nicht nötig. Der Film ist knapp 1,5 Stunden lang, das heißt immens kurzweilig. Sorgt für eine absurde Situation, liefert einige blutige Momente, einige spannende, macht dabei aber einen Heidenspaß. Also es ist eine so absurde Aneinanderreihung von schrägen Ideen, die hier so unterhaltsam und kurzweilig abgefeuert werden, wobei man auch sagen muss, der Film lebt, glaube ich, auch ein bisschen vom Publikum, mit dem man ihn sehen kann. Ich habe ihn jetzt in einer Sneak Preview gesehen, in der auch der ein oder andere schon mal aufsprang und rausrannte. Aber jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das Fantasy Filmfest knapp 2 Wochen entfernt und dort wird er auch gezeigt. Dort hätte ich mir eigentlich auch angesehen, wenn er jetzt nicht hier gekommen wäre. Und ich glaube, vor einem entsprechenden Publikum, das solche nicht ganz alltäglichen Horrorfilme zu schätzen weiß, wird das Ding hier der ultimative Partytitel. Mir selber hat er in seiner unkonventionellen Art gefallen. Der makabere Humor hat in dem Fall völlig für mich funktioniert und obwohl hier und da ein paar kleine Haken und sonstige Sachen sind, ist der Film durchweg eine Empfehlung von mir und sei es nur, um sich mal von 4 Hochzeiten und einem Todesfall zu erholen und Andy McDowell als miese Mordmutti zu sehen. Letzten Endes war ich begeistert und gebe deswegen 4 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr Lust auf den Film? Habt ihr Lust auf eine Story dieser Art oder ist euch das zu schräg? Das würde mich interessieren in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Das dürfte jetzt so nach jetzigem Stand kommenden Donnerstag eine Review zu S2 sein. Alles Gute und bis dann. Ciao.